Hallo, heute ist Freitag, der 3.6.2022 und wie viele von euch wissen, ist das heute also auch der Tag, an dem die Sicherheiten, die Wertpapiere von chinesischen Unternehmen, die mit dem Militärapparat in China zusammenhängen, ihren Wert verlieren sollen als Sicherheit. Und ja, einige hatten da den MOAS vorausgesagt. Manche rudern jetzt schon wieder zurück und sagen, dieser ganze Effekt tritt dann erst in 1 bis 2 Wochen oder teilweise in 2 bis 3 Tagen, wird gesagt, in Effekt, weil erst die Margin Calls ausgerufen werden müssen. Und wenn diese dann nach 2 bis 3 Tagen nicht bedient werden, dann wird es entsprechend eng. Das heißt, wie viele von euch werde ich das natürlich auch mit Argusaugen beobachten. Ich hatte dazu ja schon mal ein Video erstellt und ebenso ja eine kleine Ausarbeitung, aber eben auf schlechtem Englisch hergestellt und das eben auch veröffentlicht. Das heißt, aus meiner Sicht, dieser Effekt hätte schon eintreten müssen, wenn man von den ursprünglichen DDs ausgeht. Und wie wir im Chart sehen, tut sich da nicht viel. Das heißt, es hätte aus meiner Sicht einen viel massiveren Effekt geben müssen, wenn an dieser Sache wirklich etwas dran gewesen wäre. Aber nochmal kurz zusammengefasst, es ging dabei einfach auch darum, diese Missverständnisse, die aufgetreten sind, diese Daten, die wir hatten, 27. Januar oder auch 28. Januar und der 27. Mai, die da immer wieder mit reinspielen. Die betrafen alle nur die sogenannten General Licenses und die haben Ausnahmen geschaffen für Unternehmen oder Wertpapiere, die einen ähnlichen Namen hatten wie die Unternehmen, die ohnehin schon auf dieser Ausschlussliste, dieser Executive Order standen. Und diese Unternehmen, die davon betroffen waren, sind in der neuen Executive Order, die seit Juni 2021 gilt, einfach überhaupt nicht mehr vorhanden. Also das heißt, die spielen gar keine Rolle mehr, wenn es in Bezug auf die Kurs-Action damals Auswirkungen gehabt hätte, dann lag es eben an diesen Unternehmen mit einer Namensgleichheit und diese sind jetzt eben seit Juni 2021 definitiv nicht mehr auf dieser Ausschlussliste vorhanden und daher, wie schon erwähnt, gehe ich nicht davon aus, dass ein eventueller Kurssprung aufgrund der Executive Order stattfinden wird. Ansonsten ist gerade noch was Schönes aufgefallen, wie ich finde. Vielleicht ändert sich das Ganze auch noch heute im Laufe des Tages. Das kann sich wirklich sehr schnell wieder anpassen. Aber wir sehen hier einen Screenshot von Ortex und ja, soweit alles in Anführungsstrichen normal. Wir haben einen nach wie vor sehr hohen Short Interest, der 119 Millionen Aktien entspricht. Und sehen eben auch, dass relativ wenige Aktien zurückgegeben werden. Aber worum es mir eigentlich hauptsächlich geht, sind diese Cost to Borrow und dass diese überall gleich sind. Das heißt, was ich da rein interpretiere etwas, ist, dass nur noch eventuell ein Leihpool an Aktien vorhanden ist und darum diese Gleichheit an diesen Gebühren vorhanden ist. Das heißt, wenn man natürlich nur noch eine Quelle hat, von der die Cost to Borrow gezogen wird, dann ist die überall gleich, weil es keinen niedrigen Wert und es gibt keinen maximalen Wert mehr, sondern es gibt eben überall nur die gleiche Werte und daher auch dieser Durchschnittswert von 14,91% muss es natürlich heißen. Und wenn man dann weiter interpretieren will, könnte es natürlich eben einfach sein, dass dieser Nachschub an ausleihbaren Aktien einfach wirklich nach wie vor weiter austrocknet. Wir wissen ja, wir haben schon seit Monaten eine Utilization von 100% und das heißt, alle verfügbaren Aktien sind eigentlich schon ausgeliehen und es kommt eigentlich nur so ein bisschen der tägliche Nachschub an zurückgegebenen Aktien oder neuen Leihpools eventuell hinzu. Das heißt, diese Lage da scheint relativ angespannt zu sein, wenn man es vorsichtig formulieren will. Bei Interactive Brokers waren vor wenigen Minuten dann noch 30.000 Aktien, ich glaube zu einer Gebühr von 8,6% vorhanden, das heißt auch nicht wirklich viel. Wir schauen uns die Sache weiterhin an und sind da mal in gespannter Erwartung, was sich da tut. Könnte natürlich sehr gut sein, dass jetzt einfach wirklich diese Cost to Borrow wieder weiterhin steigt und vielleicht sogar noch stärker steigt als in den letzten Tagen schon gesehen. Kann natürlich genau das Gegenteil passieren. Es macht ein neuer Leihpool auf und es wird wieder für viel Nachschub gesorgt und die Cost to Borrow sinkt wieder. Aber wir können es noch nicht absehen.
Manche suchen ja immer händeringend nach Quellen, die gerade dieses Short Interest oder auch die ja, verfügbaren Aktien beobachten wollen oder eben vielleicht auch rückwirkend. Und ich habe dadurch Zufall gesehen, dass Unusual Whales, ein Anbieter, der sich zuerst hauptsächlich auf Optionen konzentriert hat, aber auch den Dark Pools betrachtet und ja, Verkäufe und Käufe von US-Politikern und so weiter. Der hatte seit neuestem hier eine Seite, bei der man ja, verschiedene Aktienticker eingeben kann und dann eben hier ein entsprechendes Übersichtsfeld bekommt mit so ein paar Daten, die Failure to Deliver, die verfügbaren Aktien, die noch zur Leihe bereitstehen, aber hier eben auch wieder wie bei Stonko Tracker, wie bei iBorrowDesk etc. eben nur die Daten von IBKR, also Interactive Brokers. Und hier sieht man dann eben ähnlich wie auf Fintel ist es dann gehalten, auch so die Daten vom Short-Volumen der verschiedenen Börsenplätze. Ich finde es nur hier ein bisschen schlecht formuliert, Short Interest Volume Chart. Im Regelfall ist das hier nicht das Short Interest, denn das ist wieder eine andere Bezeichnung eigentlich, sondern es müsste wirklich eigentlich so heißen, wie es in diesem kleinen Pop-up-Fenster dann auch kommt, Short Volume. Man muss einfach ein bisschen vorsichtig sein mit der ja, Benamung des Ganzen. Da scheint eventuell ein kleiner Schnitzer unterlaufen zu sein. Also lasst euch von diesem Short Interest nicht durcheinander bringen. Es ist ein anderer Wert, als man normalerweise gewohnt ist. Das Ganze gibt es auf unusualways.com/shorts. Wie die kurzen Hosen. Wir wechseln zum erwähnten Stonko-Tracker. Da sehen wir auch immer die Optionen. Hier vielleicht auch nochmal der Hinweis: Es sind nur die Optionen, die bei Yahoo Finance entsprechend in der Optionskette gezeigt werden. Und ich höre schon seit Wochen immer: Okay, wir haben so und so viele Calls in the money und die müssen jetzt innerhalb von 2 oder 3 Tagen nach dem ja, jeweiligen Freitag am Markt gekauft werden. Und dann wird da auch eine Erwartungshaltung ja, einfach wach und jeder denkt sich, okay, wenn jetzt so und so viele Aktien zurückgekauft werden muss, das muss ja eine unwahrscheinliche ja, Wirkung auf den Kurs haben. Dem ist aber nicht so. Also wir haben es in der Vergangenheit gesehen, dass da oftmals wirklich gar nichts passiert ist und ich möchte einfach auch so ein bisschen einen Hinweis geben, warum das Ganze so sein kann. Denn es gibt Durchschnittswerte, wie oft denn eine Call-Option wirklich ausgeübt wird. Also das heißt, wo der Käufer dieser Call-Option dann auch wirklich sagt, hier, lieber Verkäufer, ich würde gerne diese Call-Option ausüben und hätte dann jetzt auch bitte gerne die vereinbarte Aktienanzahl, je nach Anzahl der Kontrakten dann eben im Mindestfall sind es einfach eben 100 Aktien. Denn es gibt einen Durchschnittswert und zwar beträgt der 7%. Das heißt, nur 7% durchschnittlich von Optionen werden auch tatsächlich ausgeübt. Der Rest wird dann eben durch ja, Geld, also in Anführungsstrichen bar, ausgetauscht und abgegolten. Und das heißt, diese Werte sind natürlich nicht für AMC und auch nicht für GameStop irgendwo niedergeschrieben, aber so ist einfach dieser Durchschnittswert. Und das heißt, wir können mal ganz grob davon ausgehen, wirklich ganz grob gesprochen, es sind 5 bis 10% der Aktien oder der Call-Optionen, die dann wirklich ausgeübt werden. Und natürlich wissen diejenigen, die sich gegen so etwas hedgen müssen, auch entsprechend von diesen Werten und die können dann eben einfach absehen und die kaufen dann eben nicht diese Anzahl von Calls in the Money, die Aktien, sondern eben zum Beispiel nur 5%, nur 7% oder nur 10%. Und daher findet aus meiner Sicht da eben oftmals nicht die, ja, der erhoffte Aufwärtstrend im Kurs statt, wenn diese Aktien zurückgekauft werden müssen oder ja, gekauft werden müssen. Ansonsten sehen wir hier noch die Seite von We the Investors. Hier ist die ja, bekannteste Figur dahinter, Dave Flower, der das Projekt gestartet hat. Mit Irvine Finance, seinem Unternehmen. Und zwar kennen viele sicherlich vielleicht diesen Brief oder diese in Anführungsstrichen Petition, die von insgesamt 71.592 Personen unterschrieben wurde und an die SEC gerichtet ist, indem man einfach die Nachteile von Payment for Order Flow aufzeigt und die Commission darum bittet, eben das ganze Thema mit Vorsicht zu betrachten oder eventuell sogar ein Verbot von Payment for Order Flow in Betracht zieht.
Da gab es gestern einen interessanten Space Call von Dave Lauer, der einfach über dieses Treffen dann auch berichtet hat. Das heißt, er und ich glaube zwei weitere Vertreter, unter anderem Jay Brown, kennt man vielleicht aus einer Doku-Serie oder einer Dokumentation, The Problem with John Stewart, wo auch die GameStop-Saga nochmal ein bisschen unter die Lupe genommen wird und eben auch dieser Zusammenhang zwischen Payment for Order Flow, Citadel, Robinhood, außerbörslicher Handel, Dark Pools und so weiter sehr empfehlenswert, wer daran kommt und sich das reinziehen kann. Wirklich sehr interessant und auch visuell sehr gut gestaltet. Super gute Sendung, auch noch mit einem Interview mit Gary Gensler. Kennen bestimmt manche auch schon. Lirum Larum aus diesem Space Call, ich habe so ein bisschen mithören können. Und die wichtigsten Sachen will ich euch kurz berichten. Dann braucht ihr euch das Ganze nicht auf Englisch selber reinzuziehen. Natürlich, man hört live mit, macht sich vielleicht ein paar Notizen, also alles ohne Gewähr. Aber er hat berichtet, die SEC war mit allen Divisions anwesend, also allen Bereichen, Abteilungen, unter anderem auch diese Abteilung, die dafür Sorge trägt oder Sorge tragen sollte, dass gewisse Regelungen eingehalten werden oder eben auch dann ein Verstoß gegen diese Regelung entsprechend geahndet wird und bestraft wird. Auf jeden Fall waren von allen diesen Bereichen die wichtigsten Personen anwesend. Also es war jetzt nicht so, dass man da mit der Empfangsdame abgespeist wurde oder mit einem Praktikanten, sondern dass eben wirklich ranghohe Mitarbeiter anwesend waren. Die Vertreter der Community, sag ich mal, die drei Herren, hatten auch nochmal erwähnt, wie mega geil es einfach ist, dass wirklich über 70.000 Leute diesen Brief unterschrieben haben, unterzeichnet haben und einfach dahinter stehen. Und sie hatten gesagt, einfach 10.000 Leute wären schon ein Riesenerfolg für so ein Anliegen gewesen. Und die SEC ist sowas nicht gewohnt, dass so ein hohes öffentliches Interesse dahinter steht. Und daher auch meinerseits nochmal danke an jeden Einzelnen, der hier wirklich unterzeichnet hat, sich die Sache vielleicht auch mal durchgelesen hat, dass einfach dieses Problem auch bewusst wird, das hinter Payment for Order Flow stecken kann. Und das hat Dave Lau genauso nochmal ausgeführt. Ich bin da auch total bei ihm und sage schon einige Zeit, eigentlich schon immer, dass nicht die Dark Pools unbedingt das Problem sind, sondern dieser außerbörsliche Handel, der OTC stattfindet. Das heißt, das ist einfach so ein Nebenprodukt von diesem Payment for Order Flow, dass die Broker eben diese Orders dann entsprechend weiterleiten und an den nicht beleuchteten Börsen, also an diesen außerbörslichen Handelsplätzen, einfach keine gerechte Preisfindung stattfindet, weil nicht mehr Käufer und Verkäufer in diesem System zusammengeführt werden, sondern einfach wirklich nur noch so ein Austausch an großen Blocktrades stattfindet und diese keine Auswirkungen auf den Preis direkt haben. Und da liegt einfach wirklich auch aus meiner Sicht das größte Problem und daran müssen wir arbeiten, daran kann auch jeder selber arbeiten, indem er eben versucht wirklich an offiziellen Börsenplätzen zu kaufen und eben nicht auf den außerbörslichen Handelsplätzen handelt. Dave Lau und Co. haben dann entsprechende Daten und Studien vorgelegt, wie dieses System Payment for Order Flow auch in Europa oder zum Beispiel Japan gehandhabt wird und hier ist es ja eben so, dass es heißt zwar teilweise, dass es verboten wäre, es ist aus meiner Sicht eher eingeschränkt, ich bin auch nicht hundertprozentig im Detail dort informiert, aber hier in Deutschland gibt es eben auch noch die sogenannte Rückvergütung, die dann eben einfach stattfindet und das bekannteste Beispiel wäre zum Beispiel Trade Republic, die dann eben mit Lang und Schwarz diese Abmachung haben, dass die Orders von Trade Republic direkt an Lang und Schwarz, ein außerbörslicher Handelsplatz, dann ausgeführt wird und die können dadurch natürlich dann eben auch an diesen Spread dann verdienen oder können dann eventuell auch Frontrunning betreiben, also das wäre alles theoretisch möglich und ich unterstelle da jetzt niemandem etwas, aber das wären einfach solche Dinge, die da prinzipiell möglich sind durch solche Praktiken. Wer das Ganze bisher schon etwas langweilig fand, der sollte spätestens jetzt abschalten. Ich habe es versucht so ein bisschen anhand von den etwaigen Interessen aufzugliedern und darzustellen. Das heißt, wir kommen jetzt zum für viele sehr langweiligen Teil. Wir kommen nämlich zu einer NSCC-Regelung, der NSCC 2022-003. Und wie einige vielleicht wissen, ist die schon ein bisschen älter in Anführungsstrichen. Das heißt, die groben Rahmenbedingungen sind schon bekannt. Das heißt, es ist vielleicht auch bekannt,
dass diese NSCC 003 der Nachfolger oder ja, der Ersatz für die NSCC 2021-0010 ist. Und damals wurde schon viel in diese Regelung reininterpretiert. Sie wird den MOAS verursachen, sie wird ihn canceln, also sie wird ihn unmöglich machen, und die gleichen Einschätzungen oder Mutmaßungen gibt es jetzt auch über diese Regelung. Warum bringe ich das nochmal auf den Tisch? Weil diese NSCC 003 dann letztendlich am 31. Mai dann, und hier muss man ein bisschen aufpassen mit der Bezeichnung, sagen wir mal, auch genehmigt wurde, aber sie ist noch nicht effektiv. Das heißt, hier unten sieht man da auch, dass die erst in Effekt tritt, wenn alle regulatorischen Tätigkeiten oder Voraussetzungen geschaffen wurden, und dann kommt diese Regelung in Kraft. So prinzipiell lässt sich sagen, und ihr braucht jetzt auch nicht mehr gerade auf den Bildschirm schauen, widmet euch gerne einer anderen Tätigkeit und lauscht nur ein bisschen, wenn euch das Thema noch interessiert. Prinzipiell geht es darum, um eine neue Art von Transaktionen zu schaffen, nämlich die sogenannten SFTs, also Securities Financing Transactions, und frei übersetzt sind das Wertpapierfinanzierungsgeschäfte. Das heißt, da geht es auch sehr, sehr viel oder hauptsächlich einfach um das Leihen und Verleihen von Aktien. Und spätestens durch diese Regelung wird die NSCC, die zentrale Gegenpartei, wird dann als CCP bezeichnet von solchen Geschäften und übernimmt das Risiko für beide Seiten dieser Transaktion, also für Leiher und Verleiher des Ganzen. Zudem wird die NSCC die Clearingstelle dieser Geschäfte. Und im Allgemeinen bezieht sich diese Dienstleistung primär auf NSCC-Mitglieder. Jedoch wird es neue Mitgliedsarten geben, das sind sogenannte gesponserte Mitgliedschaften, damit auch Unternehmen, die kein NSCC-Mitglied sind, an den SFTs teilhaben können. Eventuell gilt dies auch für Broker und deren Endkunden. Also das heißt, der Broker ist dann so ein, nennt sich Agent Clearing Member, und eventuell können dann auch dessen Kunden, also vielleicht auch die Retail-Investoren, dann an diesem SFT-Programm teilnehmen oder partizipieren. Also da muss man schon so ein bisschen hellhörig werden spätestens, und aus meiner Sicht lässt sich noch nicht abschließend einschätzen, was das für Auswirkungen haben könnte. Warum wird das Ganze unter anderem gemacht? Aufgrund dessen, dass man sogenannte Fire Sales vermeiden will, und dazu kommen wir dann auch gleich. Ein Punkt ist vielleicht noch wichtig, es gibt dann so eine Einlage, die jedes SFT Mitglied oder jeder, der an diesen SFTs teilhaben will, müssen eine Einlage tätigen, damit da einfach so ein Sicherheitstopf geschafft wird, und da ist die Mindesthöhe dieser Einzahlung $250.000. Es gibt insgesamt 7.350 NSCC-Mitglieder. Hier muss man aber wieder ein bisschen aufpassen, denn ein Unternehmen kann zum Beispiel 15 oder vielleicht auch 15 Accounts bei der NSCC haben, und das wird jeweils als Mitglied eigentlich gezählt. Und es ist nicht hundertprozentig klar, ob dann wirklich für jeden Account diese $250.000 eingezahlt werden müssen. Zudem muss man eben beachten, bei diesen $250.000 handelt es sich um eine Mindesteinlage. Das heißt, es wird anhand der Transaktionen oder Aktivitäten, die da in diesem SFT-Umfeld getätigt werden, berechnet. Und das heißt, es könnte auch genauso sein, wenn da jemand große Aktivitäten oder große Trades vollführt, dass derjenige dann zum Beispiel $500.000 oder vielleicht auch $1 Million als Mindesteinlage zahlen muss. Also das ist alles nicht hundertprozentig klar. Wir gehen einfach mal von einem relativ niedrigen Wert aus, gehen wir davon aus, von diesen 7.350 NSCC-Mitgliedern nehmen nur 25% an diesen SFTs teil. Dann kommen wir auf ca. 1.837 Teilnehmer, und wenn wir das Ganze abrunden noch auf 1.800 SFT-Teilnehmer bei einer Mindesteinlage von $250.000, landen wir bei ganz grob $450 Millionen, die dann in diesem Topf landen würden. Das halte ich für einen sehr realistischen Mittelwert und ist zumindest mal eine Summe, mit der man dann entsprechend operieren kann. Ist im Finanzumfeld aber nicht unbedingt die höchste Summe, da sind wir ja auch andere Werte gewohnt zumindest. Wie bereits erwähnt, sollen damit diese Fire Sales vermieden werden, und ich hatte mal versucht, es für mich auch ein bisschen zu visualisieren, was eigentlich so ein Fire Sale ist, nachdem ich dachte, ich habe es verstanden.
Und wer will, kann dann jetzt auch wieder auf seinen Monitor oder Display schauen und hier noch ein bisschen zuschauen. Und zwar haben wir bei diesen Fire Sales gibt es dann zwei wichtige Parteien. Einmal einen Verleiher und einmal einen Entleiher. Das heißt, der Verleiher gibt seine Aktien zur Verfügung. Das kann dann zum Beispiel ein Pensionsfonds oder auch ein ETF sein. Und zum Beispiel ein Hedgefonds, der gerne shorten würde, entleiht diese Aktien entsprechend. Und es werden dann die Aktien ausgetauscht. Der Institutionelle gibt dem Hedgefonds die Aktien. Der Hedgefonds gibt dafür eine, bisschen schlecht formuliert, aber eine Barsicherheit. Also er gibt einfach diesen Geldwert für diese Aktien. Im Regelfall ist es mindestens 1 zu 1. Für manche Aktien, siehe AMC, GameStop, ist es manchmal aber auch so, dass da einfach eine Sicherheit von 200% oder 300% auch gefordert wird. Und zusätzlich wird dann eben noch diese Cost-to-Borrow, die wir alle jetzt bestens kennen, auch noch entsprechend ausgetauscht. Nun heißt es ist aus meiner Sicht nicht in allen Fällen so, aber es wird wohl auch gemacht. Was machen diese Verleiher von den Aktien mit dem Geld? Die lassen das natürlich auch nicht einfach nur rumliegen, sondern die investieren es anderweitig. Wir gehen im Beispiel einfach mal davon aus, dass die an der Börse dann entsprechend andere Aktien kaufen, von mir aus irgendwelche Blue-Chip-Aktien, was auch immer, sei mal dahingestellt, einen bunten Aktienkorb, damit diese eventuell weitere Werte generieren und hoffentlich nicht im Preis fallen. Wenn es jetzt aber so wäre, dass der entsprechende Hedgefonds, der die Aktien geliehen hat, ausfällt, also bankrott geht, pleite ist und die verliehenen Aktien sind also weg, er kann sie auch nicht mehr am Markt zurückkaufen, weil eben das Kapital nicht da ist, dann wird es langsam interessant, denn er kann ja diese Aktien nicht zurückgeben. Im ersten Schritt wird dann eventuell noch versucht, dass die Long-Position, sofern vorhanden, oder eben auch andere Positionen des Hedgefonds liquidiert wird, also dieses Kapital liquide gemacht wird. Das heißt, es wird versucht, gewisse Assets in Geld umzuwandeln, damit man eben diese Aktie nochmal zurückkaufen könnte, beziehungsweise auch den Verleiher dann auf andere Art auszuzahlen. Wenn das aber auch nicht funktioniert oder nicht genügend ist, dann versucht der Verleiher natürlich wieder auf glatt zu ziehen und die Aktien, die er ursprünglich verliehen hat, diese roten schönen Dinger hier, versucht er dann wieder auf dem Markt zu kaufen und das macht er dann mit diesem Geld, das er vom Hedgefonds bekommen hat. Dazu muss er aber diese Aktien zurückgeben. Bisschen durcheinander jetzt, sorry. Also das heißt, der Verleiher verkauft die Aktien wieder an der Börse, bekommt sein Geld, damit er die Aktien, die er ursprünglich ausgeliehen hat, wieder zurückkaufen kann. Funktioniert dann so, er holt sie von der Börse und gibt dafür dieses Geld zurück oder in den Markt. Und jetzt ist es natürlich so, dass im Regelfall es nicht nur ein Verleiher gibt. Wir sehen zum Beispiel bei Interactive Brokers gibt es 5 bis 7 Leihquellen, die die Aktien dort zur Verfügung stellen. Bei Ortex sind es zum Beispiel insgesamt 700 oder 750.000, die da abgefragt werden. Also es gibt einfach sehr viele Leihpools, die diese Aktienleihe möglich machen. Und das heißt, wenn dann eben ein großer Spieler oder mehrere große Spieler ausfallen, die diese Aktien nicht mehr zurückgeben können, werden es mehrere Verleiher sein, die genau diese Schritte machen. Also das heißt, die verkaufen ihre Bestände, die sie für die Barsicherheit bekommen haben an der Börse und wie schon erwähnt, natürlich auch diese Hedgefonds, die eventuell ausfallen, verkaufen ebenso ihre Long-Positionen oder andere Assets und dadurch bekommt der Verleiher wieder sein Geld. Und nun ist es aber eben so, da der Verleiher dann seine Position ausgleichen will und seine ursprünglich verliehenen Aktien zurückhaben will, muss er die am Markt kaufen und diese geliehenen Aktien könnten dann eben auch im Kurs stark steigen, weil eben einfach eine große Nachfrage auf den Markt trifft und da eben jetzt nicht sonderlich lang gewartet wird auf schöne Charttechnik oder was auch immer. Das ist mal ganz grob und einfach und vielleicht auch ein bisschen jetzt durcheinander erklärt gewesen, so ein Fire Sale, wie er zustande kommen kann. Es muss nicht immer so sein, aber einfach mal so ein kleines Beispiel, ein bisschen visuell unterlegt. Ich hoffe, es war einigermaßen verständlich und ansonsten lasst mir zu den Punkten, die heute besprochen wurde, gerne eure Meinung da
Und ich freue mich über jeden Kommentar, gerne auch konstruktive Kritik. Und ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende, auch wenn die Executive Order vermutlich nicht zum MOAS wird. Wir haben jetzt 16 Uhr am 3. Juni und es hat sich im Kurs nicht wirklich was getan. Sagen wir mal so, die übliche Action, ganz grob. Danke und bis bald.